überall kleine Halden drin. Leute, ich bin gerade an Halden angucken. Hier habe ich erste Ruine gefunden. Ja, und hier fahren auch viele Mountainbiker rum. Ich schätze mal, wenn das bessere Wetter ist. Ihr seht ja viele Spuren, Radspuren drin. Seht ihr überall die Basaltblöcke, die rumliegen. Leute, heute sind wir hier oben an der Warntalsperre, liegt bei Hennef. Da habe ich euch schon mal die gesprengte Brücke gezeigt. Ja, und heute will ich hier die Karlendauer Grube mit euch besichtigen. Ich hoffe, ihr werdet mir da auch noch ein paar Mauerreste finden oder ein paar Relikte von dieser Zeit. Ja, weil ich habe jetzt auch gesehen, da kann man rein. Und die wollte ich jetzt einfach mal euch zeigen. Wenn ihr Lust habt, kommt gerne mit auf ein kleines Abenteuer. Auf geht's, Leute! Mal schauen, ob wir da reinkommen. Ich hoffe dann schon mal. Hier geht's normal rein. Ich glaube, da viel rein. Ist kein Verbotsschild hier, Leute. Steht ein Hammschild. Nimmt euch auf Wild. Na Leute, wir sind da. Wir gehen einfach mal rein. Cool, wir darf mal rein. Schauen wir, was wir finden. So, jetzt sind wir in dem Grubengelände drin. Ja, hier sind noch so Abbausachen schon. Hier ist ein Biotop draus gemacht worden. Seht ihr? Wird eine alte Waage gewesen sein. Ich bin echt gespannt, was uns hier erwartet. Ich habe schon ein paar alte Relikte finde in dieser Zeit. Ja, hier aber durchgehend. Irgendwas da hier. Es sind immer noch die Teile zu sehen. Und hier sieht man auch so Abbauhalden. Kann man sich erkennen. Ja Leute, hier fängt es schon ein bisschen an. Hier sind wir auf dem alten Schotterweg. Das könnte ja ein Rest davon noch sein, eventuell. Überall kleine Halden drin. Leute, ich bin gerade an Halden angucken. Hier habe ich die erste Ruine gefunden. Was ist das denn? Eine alte Schütte? Fängt das schon gut an. Wir sind gerade erstmal drinnen. Da kommen wir leider nicht dran. Schade. Ich schaue mal nach vorne. Gehen.
Seht ihr? Entweder ein Häuschen gewesen oder eine Schütte. Ich tippe aber eher mal eine Schütte. Da fängt ja schon gut an. Haben wir schon erste Relikt gefunden. Ist auf jeden Fall von diesem alten Steinbruch. Oh, hier vorne an dem Häuschen geht auch eine Bodenplatte vorbei. Auch noch so eine Art bunkermäßig, so ein bisschen Unterstell. Aber was das ist, keine Ahnung. Ja Leute, das ist hier der Hammer. Hier geht es ja gleich weiter. Also ein Gegenstück von der anderen Seite. Auch wieder ein U. Seht ihr? Das ist ja Wahnsinn. Direkt am Eingang schon. Wir sind gerade 2 Minuten drin gewesen. Cool. Oh Mann. Sieht ja aus, das Ausgewaschene sieht ja aus wie hier so stufenmäßig, was er Wasser gemacht hat. So, hier geht's gut hoch. Von diesem Baum im Weg. Hier auch ein Trampelpfad rein. Ich gehe hier hin. Ich schätze mal, wir werden oben genauso ankommen. Komplett ungenietet. Aber hier muss es die Saute haben. Vor kurzem noch. Überall Auswaschungen. Da geht ja richtig hoch hier. Was hier vorne? Oh Mann, geil. Jetzt sind wir im Abbaugebiet. In der Grube selber. Geil. Puh, da war aber auch ein Gang hier oben. Ich kann ja kaum noch reden. Geil. Wahnsinn. Das hat sich mal wieder gelohnt, hier hochzukommen. Geil. Ja, und hier fahren auch viele Mountainbiker rum. Ich schätze mal, wenn das bessere Wetter ist. Ihr seht ja viele Spuren, Radspuren drin. Wahnsinn. Also kleine Felsen hier. Aber was hier abgebaut werden oder worden ist, da muss ich aber mal rausfinden. Heftig. Wurde hier abgebaut. Da oben gehe ich gleich auch noch vorbei. Das sieht aus wie Schiefer. Schiefergestein. Mhm. Bestimmt wurde hier Schiefer abgebaut. Die ganzen Felsen bestehen auch aus Schiefer. Schön angelegt hier oben für die Leute. Und hier ist wieder Basalt. Nicht mehr Basalt. Was wurde hier abgebaut? Seht ihr, überall die Basaltblöcke, die rumliegen. Geil, das sieht ja Hammer aus hier. Wie so ein Steingarten.
Oh, das ist eine Felswand. Da gehen wir gleich mal hin. Schauen Sie sich unten noch ein bisschen an. Das soll ja auch nicht so passen. Dann gehen wir da vorne hoch. Weil da oben ist eine Felswand. Ist ja schon heftig, oder? Ja, herrlich. Gehen wir mal hier hoch. Vorne geht nämlich der Weg weiter. Ja, jetzt sind wir wieder eine Trasse höher. Und machen wir eben. Machen wir ungefähr 3-4 Meter Höhenunterschied. Geht wieder an der Trasse vorbei. Ach, schade, mit dem oberhalb jetzt. Hier, den habe ich unten gesehen. Den Felsen. Geil. Oder? Heute ist mal mehr Natur, Leute. Wir haben zwar wieder ein kleines was Blästere dabei gehabt, aber heute bin ich frei in der Natur. Muss ja auch mal sein, oder? Ist doch herrlich. Da vorne ist noch eine Trasse. Aber da kommen wir nicht hoch, oder? Dann gehen wir erstmal hier rum. Vielleicht kommen wir hinten nochmal hoch. Da oben geht noch ein Weg. Heftig. Also hier ist wieder Schiefer. Oder? Hier Basalt. Warte ab hier. Ja, Leute, gefällt mir schon hier. Alte Grube. Da wird ja wohl nicht schon alles gewesen sein. Geht da vorne nicht noch hoch? Müssen wir mal gucken. Da vorne geht auf jeden Fall noch ein Weg hoch. Nicht schlecht, sprach der Specht. Alles ein bisschen matschig. Gehen wir mal hier auch noch mal hoch. Können wir wahrscheinlich wieder hinten runter. Ja, hier vorne kann man auch eigentlich wieder hoch. Ist noch ein Weg. Das mache ich. Gehen wir da vorne wieder runter. Sind wir aber alles abgegangen. Das ist die Trasse da ganz unten. Da ganz unten ist die Trasse, wo wir hin müssen. Hier muss man aufpassen. Oh Mann, Matsch, Matsch, Matsch. Schade, schade, schade. Aber wir haben Relikte gefunden, ja, Leute. Sehr schön sogar. Oh, ja, Pilze. Entdeckt.
jeden Fall ein Mountainbike-Weg, der da hochgeht. Werden wir auch mal hochgehen. Mal gucken, wo der uns hinführt. Ich sag ja, wir sind hier auf einer Mondlandschaft. Geil. Ja, da unten den Weg sind wir eben lang gegangen. Geht aber jetzt noch ein Weg. Ich schaue mal kurz rein, ob wir da unten auch wieder runter können. Weil ganz in den Wald möchte ich jetzt nicht. Ich wollte euch ja heute eigentlich nur die Grube zeigen. Und ja, eigentlich nur die Grube zeigen, nichts unten. Na, wir kommen runter. So Leute, war der kleine Rundgang zur Gardauer Grube. Ja, in der Nähe von der Warnbachtalsperre. Bei Siegburger Kante. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Euer Go Experience. Ciao Leute.